wo machen wir denn jetzt weiter? Dann würde ich ganz kurz mein Inventar durchforsten. Und zwar will ich gucken, ob Schlüssel etwas wiegen. Momentan haben wir ein Gewicht über. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal diese ganzen Standardschlüssel aus den ersten Etagen und legen die hier auf den Boden. Und gucken, ob sie das irgendwie... Aha, summiert sich. Sehr schön. Nur wo weiß ich jetzt, welche Schlüssel ich brauche? Ja, das ist schon mal nicht so schön. Und es scheint sehr wenig zu sein, was die wiegen. Also 0,1 vielleicht. Und die Musik hört sich echt grauenhaft an. So, tut. Ich hätte gerne nur einmal die Schlüssel. Danke. Der andere kann weg. Aber ja, auf die Schlüssel werde ich nicht verzichten können. Den Becher könnte ich bestimmt irgendwo lassen. Und die Standarte kann auch in die Rumpelkammer. So lange, bis wir die Gegenstände irgendwann brauchen. Der eine Ring auch. Wir wissen nämlich nicht, was für eine Fähigkeit er hat. Und Schriftstücke. Die Tiere können auch noch weg. Die anderen Sachen scheinen auch für irgendwelche Quests zu sein, aber ich weiß halt nicht welche. Könnten wir aber auch erstmal alle irgendwo lassen. Aber trotzdem werden wir nicht auf genug Gewicht kommen, um sowohl die Hose zu ersetzen, als auch das Schild und das Schwert in die Hand zu nehmen. Was doch ein wenig ärgerlich ist. Schwertgriff, wie viel wiegst du? Du wiegst 2. Okay. Aber ja, ich denke mal, unser nächstes Ziel sollte eine der Rumpelkammern sein. Haben wir auf Ebene 4 eine Rumpelkammer? Ich glaube nicht. Haben wir auf Ebene 5 eine Rumpelkammer? Nein. Jedenfalls keine eingetragene. Und hier geht's da runter, da hoch. Da geht's hoch, da geht's hoch. Also hier würde sich anbieten, in diesem Hauptsaal. Da ging es auch zurück. Und warum ist hier noch ein Gebiet, das nicht aufgedeckt ist? Ja. Das ist jetzt nicht so schön. Weil der Weg dahin ist auch ziemlich lang. Und dann ging es hier noch weiter. Aber zurück zum Schwert. Das ist ja einer der Talisman-Teile. Und ich hätte schon ganz gerne das Schwert, denn ich denke mal, es wird sehr gut sein. Wenn nicht sogar die beste Waffe im Spiel. Wir haben von dem Schwert gehört bei den Ex-Menschen. Das erste Mal auf Ebene... ...3. Da sind wir durch ein Rohr ruhig durchgerutscht und ich glaube, wir haben hier den toten Ex-Menschen-Anführer gefunden. Dann sind wir hier hin, haben hier mit den Ex-Menschen gesprochen und die haben irgendwas von der Klinge erwähnt. Entweder war das so oder wir hatten bei ihm eine Schriftrolle gefunden, wo von der Klinge geredet wurde und von einem Magier. Die Frage ist jetzt, ob es hier ein Magier war, der vielleicht sich irgendwo eingenistet hat, wo wir gerade nicht reinkommen. Ja, doch recht viele Türen immer noch, wo wir einfach mal mit einer Keule ganz lange gegenschlagen könnten zum Beispiel. Also ob der Magier hier ist oder eigentlich hier irgendwo. Weil wir hatten gelesen, ich glaube es war bei den Zombies oder Ghoulen, wie auch immer, dass der Magier bei einer linken Hauptpassage links von wo? Also hier war die Ghule. Und hier haben wir schon geguckt. Und da auch. Also die linke Hauptpassage. Wo auch immer das sein mag. Da hat der Magier eine Geheimtür gehabt. Oh, warte mal, stimmt, das war die hier. Tür? Fragezeichen? Ja, die führt in die Grüfte. Okay, also das kann nicht gemeint sein. Außer der Magier ist genau in dem Raum. Warte mal, wo führst du hin? Du führst nach oben, richtig? Genau, runter. Okay, das können wir machen. Wir laufen jetzt hier hoch. Dahin, wo der Ritter vorher war. Gehen dann hier durch die Geheimwand. Gucken wir uns hier nochmal zu Ende um.
Da haben wir nicht alles aufgedeckt. Gehen dann hier wieder runter. Tauchen dann hier auf und gucken, was in dem Raum ist. Und wenn da dann Magier steht mit einer Schwertklinge, dann krummelig. So. Also, wir sind jetzt in dem Hauptkorridor der Ritter. Das heißt, wir gehen jetzt nördlich. Da müsste es eine leichte Schräge geben. Wir gehen jetzt nördlich. Ach stimmt, und mit ihm müssen wir auch noch reden. Wenn er endlich mal zu Hause ankommt. Du bist Biden. Hallo Biden. Ich habe immer noch keine Zeit zum Reden. Ja. Also ihn müssen wir einfach nach Hause gehen lassen. Und wenn er dann da angekommen ist, gibt er uns vielleicht nochmal irgendwas. Das hatte ich aber, glaube ich, auch schon mal aufgeschrieben. Genau, Biden bei den Rittern wieder ansprechen. Sehr gut. Muss ja immer vorbereitet sein, dass der Gerogon aus der Zukunft wieder irgendwas vergisst. Ouch. So. Ganz viel Gold, Kettenhemden, Schwerter und Schädel auf dem Boden. Nichts Ungewöhnliches. Das war der Staircase. Ja, Great Stair. Wobei ich da ja irgendwann die Hoffnung habe, dass die wirklich wieder aufgebaut wird. Das wird das Ganze doch dezent vereinfachen, wenn wir einfach so in der Mitte von ganz unten nach ganz oben gehen könnten. Vor allem was die Lagerhaltung angeht von unseren Rumpelkammern. So, hier wollten wir einmal rumgehen, um die Karte vollständig zu zeichnen. Zisch, zisch. Können wir da hochgesprungen kommen mit H-O? H-J? Nö, ist so. Okay. Dann halt levitieren. Hoch, hoch, hoch. Und schleichen wir uns vorwärts. Hoffentlich glitschen wir nicht irgendwie durch die Wand. Also die Decke. So. Nur ein Weg, nur ein Weg. Eigentlich müsste es gleich irgendwo runtergehen. Genau, hier. So, wo war jetzt der besagte Raum? Von hier aus einfach südlich. Dadurch. Oh. Garamon. Das leere Grab von Garamon. Warum leer? Eine exzellente leichte Keule. Ist oben irgendwo irgendwas? Nö, ich sehe nichts. Auch wenn das eine ganz schön hohe Decke ist. Hm. Na gut, aber jetzt haben wir wenigstens Gewissheit, dass hier nichts so weit ist. Haben wir noch irgendwo was in diesem Bereich übersehen? Hier könnte noch was sein. Zwei waren Teleporter runter. Nee. Ich glaube, wir sind soweit durch. Also das Flötending können wir auch löschen. Das haben wir erledigt. Tür haben wir erledigt. Die haben wir gefunden dank des komischen Seenzaubers. Diese Nachtsicht. Den Schneider haben wir noch nicht benutzt. Das ist alles Loot, Loot, Loot. Noland. Gruft. Okay, die Laute. Hm. Toms Bild. Wir wissen nicht, wo Toms Bild ist. Wir wissen nicht, wie wichtig das ist. Aber gut, wo wir schon mal hier sind, laufe ich jetzt diesen ganzen Schnörkelweg zurück. Hier irgendwo rum, bis ich wieder in den Ghoul-Bereich komme. Und im Ghoul-Bereich sprechen wir... Moment mal. Steinwand, okay. Sprechen wir jeden Ghoul nochmal an. Und zwar nach diesem besagten Tom. Ich glaube, das hatte ich vor ein, zwei Folgen schon mal vorgehabt, aber habe es dann wieder vergessen. Das heißt, das machen wir auch jetzt. Ja, und der Levitate-Spell hört auf, das ist okay. Dum, 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 dum. So, da war die Geheimtür. Warum auch immer der Magier eine Geheimtür zu den Grüften gemacht hat und dann nicht selber da ist. Ja, ist also ein wenig komisch. Das heißt, der Magier ist vielleicht noch weiter unten.
Aber hatten wir nicht schon in der ersten oder zweiten Etage von einem verrückten Magier gehört und niemals einen gefunden? Wahrscheinlich lauert er in der letzten Ecke, ganz, ganz unten. Und dann finden wir die Klinge und können ein Schwert herstellen, das wir dann nicht mehr brauchen. So, wer bist du? Du bist Marosak. Hier können wir nur nach seinem Skill als Taylor fragen. Ja, das haben wir schon mal, da gab es keine Option für einen Tom. Also Marosak brauchen wir nicht. Oh, 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 Lava ist nicht toll. Okay, zurück und da nach Osten. Also nordwestlich, zurück, richtig. An Marosak vorbei. Komm, mach Platz. Und hier nach Osten. Ah, kleiner Schleichweg. Okay. So, hier war auch irgendwo ein NPC. Genau, du. Shanklik, ich bin froh, dass du zurück bist. Was kannst du mir über den Zauberer sagen? Ja, genau, sie wurden aus den Grüften rausgeschmissen, weil der Zauberer kam und irgendetwas über Gerechtigkeit gefaselt hat. Wir waren in den Grüften, wir haben für endgültige Gerechtigkeit gesorgt. Er hat einen Teil des Schwertes in die Grüfte ebenfalls getan. Den Teil haben wir gefunden. Das heißt, der Magier hatte beide Teile, hat eins in die Grüfte getan und eins oben zu den Echsenmenschen? Wo sind die Grüfte? Das wissen wir schon. Ja, da ist die Geheimtür. Ja, nee. Dann müssen wir echt wieder hoch. Okay. Aber ja, lieber jetzt hoch und nochmal ein Gebiet ablaufen, das wir schon kennen, als runter zu gehen und dann noch mehr Aufgaben zu bekommen und dann noch mehr die Übersicht zu verlieren. Du hast keine Option für einen Tom. Was kannst du mir über Gule sagen? Aha, Essen wurde knapp, wir haben angefangen Leichen zu essen. Was war dein Job? Ich war Musiker. Du hast die Flöte gespielt. Ja, ich habe eine Flöte. Aus derselben Lied, was wir vorher schon hatten, ne? 3, 5, 4, 2, 3. Ja, genau, das ist genau das gleiche. Dankeschön, Dankeschön. Flöte wieder aufsammeln. Die wurden nämlich hingeschmissen. Irgendwo da. Nö. Also auch keine Option für Tom. Und so viel mehr Ghoul-NPCs gab es, glaube ich, auch gar nicht. Das ganze Essen. der Schneider. Hier war ein Snack. Also es gab den weiblichen Ghoul, es gab Eisnack, es gab den Schneider. Gab es noch einen vierten Ghoul? Also, der uns nicht töten will. Bist du da hinten Eisnack? Njom, 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 njom. Eisnack? Nee, Knienibbel. Danke für den Fisch, ich muss abhauen. Ja, für den hatten wir die ganze Orgie hier veranstaltet. Luft zu Brot, wie auch immer. So viel zu meiner Theorie, dass irgendeiner der Ghule Tom ist, beziehungsweise weiß, wer Tom war, weil er zum Ghule geworden ist oder sowas in der Richtung. Das stimmt wohl nicht. Juwelenbesetztes Schwert müssen wir auf dem Boden liegen. Das tut mir so in meiner Diebesseele weh. So. Du warst eins der Bücher. Ich nehme dich mal mit in unsere neue Rumpelkammer. Weil ich habe echt den Verdacht, dass das Buch... Wo ist denn überhaupt lang? Bis nach Westen. Dass das Buch, was wir für den Talisman brauchen, oder was eins der Talismane ist, eine Zusammensetzung ist aus all den Diebesbüchern, die wir gefunden haben. Also wo dann immer dran stand, über Diebeskunst, Komma und dann irgendwas anderes. Nuts and Bolts und Traps und Advanced Lockpicking und was weiß ich. Und wenn wir die dann alle haben, gibt es vielleicht irgendwo einen Buchbinder oder es kommt zu einer magischen Fusion, irgendwas in der Richtung. Und dann haben wir das Talisman, den Talisman.
Oh, 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 oh. Achso, hier können wir einfach hoch. Oder runter. Genau. So, da ist die Frau. Hast du vielleicht einen genaueren Hinweis?